Gestra, ein internationaler Hersteller von Armaturen und Regelungstechnik, hat 2009 das erste komplette gläserne Dampfsystem der Welt in Betrieb genommen. Alle Bauteile wurden aus hitzebeständigem Glas hergestellt. Hierdurch ist es erstmalig möglich, direkt in einen Dampferzeuger zu schauen und die Entstehung von Dampfblasen oder das Entgasen von Speisewasser zu verfolgen. In verschiedenen Filmaufnahmen werden viele Themen des Dampf- und Kondensatsystems erläutert. Hier werden alle thermodynamischen Vorgänge bei der Erzeugung von Dampf, bei der Kondensation, bei der Kondensatableitung und die Entstehung von Wasserschlägen gezeigt. In diesem Film wird die thermische Entgasung von Speisewasser demonstriert. Zum Erläutern des Entgasungsprozesses nutzen wir den gläsernen Tauchverdampfer der Gestra AG Bremen. Die thermische Entgasung von Wasser, also die Auslösung von Sauerstoff und anderen nicht kondensierbaren Gasen, erfolgt optimal bei einer Temperatur von über 100 Grad Celsius. Der Gestra-Tauchverdampfer besteht aus einem Glaszylinder mit integrierten liegenden Heizstäben. Er dient hauptsächlich als Dampferzeuger für das Glasdampfsystem der Firma Gestra. Aber der Entgasungsprozess von Wasser lässt sich hier ebenfalls sehr gut beobachten. Als Heizdampf dient Sattdampf mit einem Überdruck von 5 bar Ü und einer Temperatur von 158 Grad Celsius. Über die Heizstäbe gibt der Dampf seine Wärme an das Wasser im Glaszylinder ab. Dieses Wasser, es handelt sich um voll entsalztes Wasser aus der Wasseraufbereitung, wird als Speisewasser bezeichnet, welches nach der Entgasung zum Betreiben eines Dampfkessels genutzt wird. Um zu gewährleisten, dass die Temperatur des Speisewassers über 100 Grad Celsius liegt, wird der Druck durch Beheizung im Glasbehälter auf 0,3 bis 0,5 bar Ü erhöht. Eine Besonderheit des Gestra-Umlaufverdampfers ist, dass die Heizstäbe nur 2/3 des Glaszylinders beheizen, aber der rechte Teil unbeheizt ist. Dadurch dauert es etwas länger, bis die Temperatur im rechten Teil des Glaszylinders auch die 100 Grad Celsius-Grenze erreicht. Durch diese Bauart lassen sich Besonderheiten bei der Entgasung speziell erläutern. Die Beheizung des Wassers beginnt. Deutlich ist die Thermik zu sehen. Schlieren bewegen sich im Wasser. Bei einer Temperatur von ca. 60 Grad Celsius ist das Wasser nicht mehr in der Lage, den gesamten Sauerstoff zu binden und kleine Bläschen aus nicht kondensierbaren Gasen bilden einen Schaum auf der Wasseroberfläche. Obwohl noch keine Dampfbildung zu erkennen ist, kann schon die Schaumbildung beobachtet werden, welche bei einer Temperatur weit unterhalb 100 Grad Celsius beginnt. Der nun sichtbare freie Sauerstoff sucht nach einem Ort, wo eine größere Konzentration noch möglich ist. Dies ist im rechten Teil des Glaszylinders der Fall, da hier noch eine etwas niedrigere Temperatur besteht. Daher ist zu sehen, wie der Schaum nach rechts driftet und dort in höherer Konzentration auf dem Wasser schwimmt. Zusätzlich führen Strömungsverhältnisse im Wasser zum Driften nach rechts. Hier wird der rechte Teil des Glaszylinders gezeigt, wo die ausgetretenen Gase zu sehen sind, welche nun in den gasförmigen Zustand übergehen. Die Bläschen lösen sich vom Wasser und steigen auf. Als ein Dampf-Gas-Gemisch befinden sich diese zwischen Wasseroberfläche und Abblasestutzen bzw. im Dom des Glasbehälters. Noch befindet sich ein gewisser prozentualer Anteil nicht kondensierbarer Gase im Wasser und muss durch Erwärmung auf über 100 Grad Celsius gelöst werden. Die ersten Dampfblasen sind an den Heizstäben zu erkennen. Zuerst sind diese sehr klein, werden aber schnell größer. An dem PTFE-Träger der Heizstäbe, ein Werkstoff mit geringem Speichervermögen und Wärmeübergang, ist die Dampfentwicklung deutlich zu erkennen. Sobald Dampfblasen in diesem Bereich auftreten, muss die Wassertemperatur 100 Grad Celsius oder höher betragen. Nun beginnen im gesamten beheizten Bereich die Dampfblasen aufzusteigen. Der Schaum driftet massiv nach rechts. Dort, wo Dampfblasen vermehrt durch die Wasseroberfläche brechen, ist kein Schaum, also Gase mehr zu beobachten. Die Beheizung ist abgeschlossen. Die Dampfzufuhr in die Heizstäbe wird gedrosselt und schon wird wieder Schaum sichtbar. Hier liegt ein Grund, warum Gestra ein Abblaseventil mit Regulierkegel am Entgaserdom installiert. Hier wird ständig eine voreingestellte Menge Dampf-Gas-Gemisch abgeleitet. Somit wird sichergestellt, dass ständig Dampf nachgespeist wird und sich nicht wieder Sauerstoff ins Wasser lösen kann.
Da Sauerstoff sehr schlecht Wärme leitet, ist in dem Bereich höherer Gaskonzentration aufgrund des noch vorhandenen schlechten Wärmeüberganges die Temperatur noch niedrig. Dies wird demonstriert durch eine manuelle Abtastung des Glasteils vor dem Ablaseventil. Nun wird das Ablaseventil geöffnet. Ein Gas-Dampf-Gemisch entweicht in die Atmosphäre. Gleichzeitig setzt die Beheizung ein. Nun kann von einer Vollentgasung gesprochen werden, dies aber nur so lange, wie eine ständige Nachbeheizung stattfindet. Bei erneuter Abtastung des Glasteils vor dem Ablaseventil wird festgestellt, dass nun die Dampftemperatur in diesem Bereich vorhanden ist. Der empfohlene Betriebsdruck für eine optimale Entgasung sollte 0,3 bis 0,5 bar Ü betragen. Durch die Druckhaltung auf dem empfohlenen Betriebsdruck wird sichergestellt, dass die Wassertemperatur immer oberhalb von 100 Grad Celsius ist. Bei reguliert geöffnetem Ablaseventil wird nun sichtbar, dass eine kontinuierliche Nachbeheizung des Speisewassers geschieht. An der Wasseroberfläche ist keinerlei Schaum bzw. nicht kondensierbare Gase zu entdecken. Hier kann von einer Vollentgasung ausgegangen werden. Viele dieser Details sind konsequent in den Gestra-Entgaseranlagen umgesetzt worden. Vertrauen auch Sie in die jahrelange Gestra-Erfahrung. Vielen Dank für Ihr Interesse.